Einer müsste nämlich genau in den Wald entebnen. Die Waldläuferin Feumina hat Reisende in den Wald entebnen getötet. Angeblich befähigt sie ein Rudel großer und wilder Tiere. Genau die. Die Waldentebenen liegen nämlich auf dem Weg. Was heißt auf dem Weg? Einmal hier durch. Waldentebenen. Das könnte noch lustig werden. Die zu finden. Weil Tiere sind mittlerweile recht harmlos geworden. Für meine Chance. Ja, selbst die Wildschweine hier bleiben ganz friedlich. Ich erinnere mich noch an ein kleines Rudel in Magrans Gabelung, was mich angegriffen hat. Ein Tag, 7 Stunden. Gut. Dann werde ich auf jeden Fall als nächstes wieder für Verfassung schlafen, dass wir mehr Lebenspunkte haben. Ich finde es ja schade, dass ich die Sachen nicht kombinieren kann. Wobei das fast schon vielleicht ein bisschen übertrieben wäre, einfach mal so zu schlafen, dass ich auf alle Stats die Boni kriege vom Schlafen. Zumal das ja immer 3 Nächte hält. Aber dass man wenigstens so zwei kombinieren könnte, Macht und Verfassung, würde mir schon reichen. Aber jetzt erstmal zu den Waldendebenen. Dort mich um die Waldläuferin kümmern. So, wo könnte die denn stecken? Entweder hier oben oder hier oben, schätze ich mal. Deswegen gehen wir ganz vorsichtig vor. Wie die alle aussehen, wenn sie schleichen. Vor allem Fenris. Also ich schätze mal, sie ist auf allen dieser Anhöhen. Hier oben wahrscheinlich nicht. Hier waren ja die Abenteurer vom Kupferweg aus der Abenteurergilde vor den Dutzenden. Okay, hier oben ist sie schon mal nicht. Und ja, Edda und sogar Palegina sind schon ein bisschen angeschlagen. Okay, da sind die großen bösen Tierchen ja schon. Oh, und mir fällt gerade ein, ich habe Kannas Lied noch gar nicht geändert. So, Gesang Nummer 1. Was wollte ich da nochmals reinschauen? Erzeugt ein Gefahrenfeld, das Verwirrungsbereich Verbrennungs- und Teamschaden zufügt. Steigt die Abwehr aller Verbündeten. Nachladezeit ist auch gut. Das machen wir als erstes. Dann Verteidigung, dann das und dann das. So, das ist ein gutes Lied. Gesang nur im Kampf, ja. Yes. Der hat es auch gespeichert, ja, hat er. Ja, und da ist ja auch, da ist ein Jäger. Okay. Und da ist sie ja, die Waldläuferin. Gut. Machen wir die Geschichte wie gerade eben auch. Oder versuchen es zumindest. Anführer auf die Löwin. Du versuchst mal den Feuerkäfer. Sieht schon mal ganz okay aus. Du? Was machst du am besten? Haust mal auf den da drauf. Hagrim wird ein bisschen bedrängt, geht aber noch. Du siehst wirklich nicht mehr so berauschend aus. Du hast nur 3, ich warte mal auf 5. Du kannst noch mal einen Feuerkäfer auf die Jäger da hinten zaubern. I'm ready.
Und ich glaube, wir ziehen Palegina, wenn es geht, mal zurück. So. Und dann noch auf den Jäger, auf die Anführerin hier. Die hat ja einen bewusstlosen Bärengefährten. Und tot. Gut, Palegina lebt noch, auch wenn sie etwas angeschlagen ist. Wir haben hier Lederrüstung, Trank des Duplikats des Zauberers. Kann sie haben. Der Rest ist eigentlich zum Wegpacken. Zweihändiger Kriegsbogen für Durenz, ein gelber. Ganz gut. Eine außergewöhnliche Rohrhautrüstung ist auch nicht schlecht. Rang der Regeneration kriegt sie. Das ist Questgegenstand. Außergewöhnliche Rohrhautrüstung. Ne, die können wir wegpacken. So. Hm. Gut, dann wäre das auch erledigt. Oh, ja, yes. Kanna, du könntest Feldlazarett. Du könntest eigentlich auch Feldlazarett. Das hätten wir viel früher machen können. Und sie könnte eigentlich auch Feldlazarett benutzen. Ja. Benutzt das sicherheitshalber mal, obwohl wir sind eh müde. Ja, aber wir haben auch diese Quest abgeschlossen. Ah, ging doch ganz fix. So, das heißt, wir können jetzt die Gruppe wieder umarrangieren. Ich würde sagen, erst die Kopfgeldjäger-Quests abgeben, dann die Gruppe umarrangieren. Oder erst die Kopfgeldjäger-Quests abgeben, mit der Mutter reden, dann die Gruppe um. Nee, ich arrangiere erst die Gruppe um und gebe und red dann mit der Mutter. Ja. Mal sehen, ob sie uns was Neues zu sagen hat zu ihrem Visionen da. Zu ihrer Vergangenheit als Pseudo-Wächterin. Wenn nicht, müssen wir halt warten, bis sie die Stufe 12 ist. Und ich denke mal, dann wird sie uns vielleicht noch was zu sagen haben. Ich hoffe es mal. Ja, 650 für einen bezahlten Tag. Ist okay. So, das heißt Speed. Weil es wäre schon gemein, dass man solche Quests nur abschließen kann, wenn man die Leute zum richtigen Zeitpunkt in der Gruppe hat. Eben wie jetzt zum Beispiel bei Durenz und Makran. Wobei ich ja Durenz fast eh immer in der Gruppe habe. Nicht nur wegen seiner Heilung, auch wegen seinen Buffs. Oder hauptsächlich wegen den Buffs. Wobei ich ehrlich zugeben muss, ich benutze arg selten Zauber in dem Spiel. Okay, Fioma wird niemanden mehr belästigen. Hier ist ihr Kopf. Gegenstand verloren, Kupfer und Erfahrung erhalten. Und hier ist das Kopfgeld für Denvin. Ah gut, hier ist das Kopfgeld. Gibt es neue Kopfgelder? Ja. Kopfgelder abgeschlossen. Wir haben Geld verdient und ansonsten ein großes Abenteuer. Das können wir nachher Dings übergeben, Kanna oder Hivarius. Am besten Hivarius. Ich wollte eigentlich bei dir gucken. Na, du hast noch ein gutes Stück. Hm. Aber ich denke mal, auch dich kriegen wir noch auf Stufe 12 hoch.
So. Sure. Jetzt erst einmal Gruppenmanagement. Safe travels. Entlassen wir die beiden und holen. Sagadi ist noch mit dem Bittsteller beschäftigt. Wie lange noch? 14 Stunden. Ah. Okay, das heißt, wir lassen die Gruppe einfach erst einmal so. Und obwohl wir könnten Ivarias wenigstens gegen Durenz eintauschen. Nein, ich will hier rein. Und so. Das Ganze. So, und dann will ich Ivarias bitte für die 3 Runden auf dieses Abenteuer schicken. So. Durenz ist wieder bei uns. Dahin, wo er hingehört. Und mit ihr mal reden. Ich hatte Fragen an dich. Ich möchte dich über etwas anderes fragen. Geburtsglocke. Lass uns unsere Reise zunächst fortsetzen. Okay, sie hat uns echt nichts zu sagen. Was steht in ihrem in ihrer Quest? Traum und Erinnerung. Im Verlauf meiner Reise. Nee. Echt noch nichts zu erzählen. Dann werden wir jetzt mal für Verfassung. Wo ist es denn? Mechanik. Plus 3 hier, genau. Weitlandpfade, weil was anderes. Überleben brauchen wir nicht. Intelligenz und so weiter brauchen wir auch nicht. Entschlossenheit brauchen wir zurzeit auch nicht mehr. Also rasten wir für Athletik und Verfassung. I'm sorry if I was a little tactless before. About your being a watcher. I didn't really understand what was involved. Is it hard hearing the spirits all the time? Tut mir leid, wenn ich vorhin etwas taktlos war, als ich fragte, ob du ein Wächter seist. Ich verstand nicht ganz, was das beinhaltet. Ist es schwer, die Geister ununterbrochen zu hören? Hatten wir das schon mal? Warum? Weil das jetzt so jetzt kommt von Kanna. Wobei, wir hatten ihn ja auch lang nicht mehr dabei. Ist es schwer, die Geister ununterbrochen zu hören? Es kann einen etwas überwältigen. Es ist eigentlich ziemlich nützlich. Du wirst wissen, ob ich schon geschnappt bin. Ich habe genug davon, in die Probleme anderer Leute hineingezogen zu werden. Es ist eigentlich ziemlich nützlich gewesen. Du hast all das mit bemerkenswerter Ruhe gehandhabt. Ich weiß nicht, ob ich das schaffen würde, wäre ich du. Man kann nicht abstreiten, dass die Toten manchmal hervorragende Informationsquellen abgeben. Kanna hustet. Tut mir leid, wie dem auch sei, wir werden bestimmt eine Lösung für dies finden. Bis wir das geschafft haben, kannst du auf meine Hilfe zählen. Ja. Sagt sie jetzt noch was Neues? Nö. Ich wollte mehr über dich erfahren. Was hältst du von Dürwald und dem Reich? Wie siehst du die Welt denn? Nein, ich möchte über was anderes. Warum nennt man dich die trauernde Mutter? Ich habe dich benannt, also warum trauerst du dann? Das hatten wir alles schon. Sprichst du von den Hohlgeburten? Baba, kennst du ihre Ursache? Was ist, wenn die Versiegelung der Wunde noch größere Schäden verursachen würde? Ich werde da sein, du wirst tun, was getan werden muss. Du bekamst deine Sehkraft, um die Welt zu bewachten und sie zu hüten. Die Kinder werden ihre Stimme zurückbekommen. Wenn dein Wille schwach ist, werde ich ihn stärken. Lass uns die Reise zunächst fortsetzen. Ja. Okay. Naja, wenn ich die Quest der trauernden Mutter nicht abschließen kann, weil ich irgendwas verpasst habe, also sie zu irgendeinem Zeitpunkt in der Gruppe zu haben, habe ich halt Pech gehabt. Aber okay. So, Sagadi bräuchte jetzt theoretisch nur noch 1 Tag und 5 Stunden. Juhu. Na gut.